Video in Long, also Sprache. Digga, warum hast du dann Deutsch in deinem Profil stehen? Oh, also behindert, ganz ehrlich. Hä? Solche Versager. Er hat zurückgeschrieben. Sorry, I don't speak your Lindisch. So, es steht aber in seinem Profil, steht Englisch und Deutsch. Er hat mich blockiert. Es ist derzeit nicht möglich, stopping crying so much in den Nacht zu schreiben. Also wenn er nicht im Gottmod wäre, hätte ich ihn jetzt einfach nur Orbi gedrückt. Markus? Ich bin rausgegangen. Also aus der Basis. Ach so. Ach ja. Ich warte, dass hier alle einsteigen, aber die wollen ja nicht. Hey, Mercedes-Benz hat einen neuen Beitrag gepostet. Ja, hör doch auf, mich da so zu benachrichtigen. Die Sache ist halt die, das willst du halt gegen den jetzt machen, ne? Du kannst nichts machen. Es gibt nur eine Möglichkeit, den irgendwie aus dem Gottmod zu holen. Da muss er sich selber töten. So, dass er aber nicht mit Granaten spielt und sowas, ist halt... doofe. Vor allem, er killt halt einfach alle in der Lobby. Ja, also er macht seinen Namen wirklich aller Ehre. Boah. Solche Spieler sind so dumm. Wahrscheinlich irgendein 13-jähriges Fortnite-Kid, der sich da gerade einen abfeiert. Hm, pass auf, der andere fliegt wieder mit dem Chat rum. Die wir vorhin gejagt haben. Da ihr alle in einem Auto sitzt, wurde mir jetzt gerade als Name bei euch angezeigt, Baby Scorpion. Ja, was machen wir da jetzt? Nichts. Ich hoffe, dass er genug Leute tötet, dass er rausfliegt. Ja, fühlt sich halt. Eine neue Lobby zu finden ist halt nicht so easy. Ach. Der fühlt sich halt als ganz, ganz stark an, das ist es halt. Ja. Hm? Die sind sogar die töten, die er vorhin. Ja, gut, beschützt kann man jetzt auch nicht mehr sagen, ne? Wir wissen ja, dass er jetzt einfach nur abpacken wird. Deswegen alle, ja, hat ja alle getötet. Ja. Als wir da waren, hat er ja dann alle getötet. Der hat einfach so eine hohe KD, weil er einfach ein Loser ist. Ja, ein Modder-Loser ist er. Ein God-Mode-Modder-Glitcher-Loser. Ja, der schrubbt sich jetzt darauf ein, dass er jetzt der Kegier ist. Aber wie gesagt, für mich ist das irgendwo nur ein Typ mit einem kleinen Penis, mit nichts anderes. Das sind die Leute, die GTA halt auch kaputt machen. Genau deswegen hat man irgendwann keinen Bock mehr zu spielen, wenn es nicht so einen Scheiß gibt. Ja, weil jedes Mal... Ja, es gibt halt jedes Mal kleine Kiddies, die genau solche Aktionen bringen. Und die Leute von der Welt sagen, ja, wir sind auch jetzt ein bisschen draufgegangen, mein Gott. Aber auf legale Wege. Ja, aber wir sind so, ja auch tötbar. Und nicht so eine Muschi-Aktion, weißt du? Ja. Mhm.
Wir können halt auch getötet sich, werden. Sich Open Lobby zu bekriegen ist das eine, aber das ist halt einfach nur Bullshit. Ja, weiß ich nicht. Ich habe da kein Verständnis für. Ich weiß nicht, warum, was daran lustig sein soll, alle Leute auf Eier zu gehen so. Ich weiß nicht, ja. Ich denke mal, dass es auf einem vernünftigen Wege es nicht auf die Reihe kriegen würde. Na gut. Was machen wir noch? Wir haben jetzt noch etwas über eine gute Stunde. Also Stunde 15 noch. Deswegen habe ich ja gerade gefragt, was machen wir jetzt noch? Weil hier in der Lobby rumhängen bringt halt einfach momentan überhaupt nichts. Eine andere Lobby suchen? Könnte man versuchen, dauert aber halt lange. Steht der da oder was? Der Pin, Alter, wie weit er weggeflogen ist. Wo seid ihr Alter, eigentlich? Ja, wir sind bei dem Aktenkoffer, weil ich nicht wusste, dass er das ist. Genau. Ich bin gerade gespawnt mit dem ersten Schuss, holt er mich. Ja, der hat nicht nur Godmode. Der hat auch Schnellschuss und keine Ahnung was für Klitsches. Ja, der braucht 3 Schüsse, bist du tot. 3? Ja? Ich hab einen abgekriegt. Das war nicht mal ein Headshot. Ich hab direkt gespawnt und tot. Alter, aber wie er weggeflogen ist, Alter. Ja. Ich bin überrollt, aber er ist einfach, keine Ahnung, einen Kilometer weggerutscht. Ja, direkt aber stand dann tot. Danach wahrscheinlich wieder direkt da, oder? Hm? Der stand aber bestimmt direkt danach wieder da. Nein. Der musste erst aufstehen, ich bin ja auf ihn draufgerollt. Als ich dann auf ihn drauf stand, ne? Er ist da vorne, dieser Max Game und Robertinho sind voll über den drüber gefahren, der stand einfach wieder da. Jetzt macht er auch noch Geld damit, du kannst nichts machen. Ich weiß nicht, worauf du zielst. Hä? Kevin, geht's dir gut? Alles bestens. Kevin, Junge, Eier, scheiß Kopf. Der Selbstmordlaune. Nö, ich hab. Ach, alles, nein, alles Markus, gut. Markus! Stevie, ich wollte bei dir einsteigen. Lass mich rein! Der ist gerade voll an mir vorbeigerannt, der Vollidiot. Heck. Dieses Spiel. Ich habe immer noch keine Antwort auf meine Frage. Ja, ich weiß nicht, was wir machen. Wir können eine neue Lobby suchen. Ja, ich komme nicht so bitte. Ich will eine neue Lobby. Ja, scheiße, ey, ganz ehrlich. Wir suchen eine neue Lobby. So geht wieder Spielspaß kaputt. Ja, das zieht jetzt gerade ein wenig runter. Ich habe kein Problem. Zero ist weiter. Ich höre hier schon Schüsse. 3 Sieger Lobby und Tschüss. Aber heute machen wir nur bis 2, gell? Ja. Gut. Nicht, dass ich wieder was verpasst habe und überlesen habe oder so. Ich habe jetzt eine 28er Lobby. Zu viel. Wir sind 4 Leute. Okay. Alter, ich bin heute verflucht. Schon wieder eine leere Lobby für dich? Ja. Ich dachte, du bist in der Lobby drin.
Habt ihr auch den Skandal mit den neuen Remaster-Spielen gehört? Hä? Die sind richtig. Josephus ist verschwunden. Manche Namen also. Okay, könnt zu mir kommen. In die 27er Lobby. Ja, gib mir Adresse. Genau, check mal, wo du wohnst. Vor allem bei ihr ist eine 27er Lobby. So. Also jetzt alle zu Baby, ja? Party. Ich werde gleich gekillt. Es ist 26, also Platz ist hier noch gut. Ich bin leider gegangen. Hat eine schöne Schnauze voll. Ich muss erst mal finden. The fuck? Da. Alter. Hä? Was war das denn? Hast du einen anderen Zielmodus? Ist voll. Die Sitzung, der du beizutreten versuchst, kriegen werde ich voll mit Spielern. Ich hab hier eine 18er Lobby, falls ihr wollt. Ja, dann kommen wir zu dir. Okay. Hoffentlich ist das nicht die von eben. Nee. Das ist mir auch mal passiert. Guck grad mal hier noch irgendwie ein bisschen was los ist. Aber die meisten chillen. Warte mal, sind die laufen hier irgendwo rum. Da ist irgendwie eine Fahrzeuglieferung. Der Sitzung, die du beizutreten versuchst, ist gegenwärtig voll mit Spielern. Nö, wir sind jetzt 19. Ja, bei mir auch. Ja, ich hab das auch. Sag ja, ist einfach nur dumm. Ich sag mal so, wenn wir jetzt bis um 1 keine Lobby für uns gefunden haben, dann mache ich irgendwie Deathmatches oder irgendwas an. Für Kevin. Ja, weil ich jetzt hier nur so rumgammeln ist auch scheiße. Ich habe eine Lobby, aber alleine. Ja, das ist langweilig. Ich lade dich mal ein. Wird mal ganz ziemlich. Ja, ich kann es doch mal versuchen, aber also durch Mittag kommen das voll.
Die ist voll mit Spielern. Ach, das war die Einladung zu der Lobby. Oh, wo ist die angenommen? Ja, das war eine Einladung, ja. Ja, das macht keinen Sinn, wenn die Lobby voll ist, ist die Lobby voll. Das bringt doch nicht, ob du eine Einladung schickst oder ich dir selber beitrete. Ah, ich habe gerade von der Organisation Einladung bekommen für helfen. Weil ich die gerade in Ruhe gelassen habe. Die sind mir entgegengekommen, Auto zum Liefern und hab die in Ruhe gelassen und mir Einladung geschickt für SEO. Ups, auch so den falschen Sticker geschickt.